denn schon wieder? Der Sullivan Knoten. Ich glaube, das ist der Typ, oder? Kann das sein? Weil Wahl ist ja, glaube ich, dieser Ketzer gewesen. Evangelium Sullivan Knoten. Ich glaube, das ist echt der Typ, oder? Kapitel 11, 7 bis... Schlag mich tot. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald, stand bevor und die Luft war erfüllt vom Gesang von Papas herrlicher Hymne und die... Fuck. Und die Nacht singt mit dem Wetzstein und Messer der Hebammen. Klingen. Okay, das ist jetzt wieder eine Text, den wir hatten, bloß ein bisschen anders. Satan, obgleich in der Hölle, gefangen, durchdrang Wahls Herz. Aus und Satans Scheitern, Baal, der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, griff in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Wahl war, und der die Kleider der heimlichen Starrhälsigen und Unbeschnittenen im Herzen trug. Wahls Geist stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der faulen, süßen, heißen Saat des spinnenäugigen Lammes und trank von ihr. Der Text ist jetzt an, der ist wie dieser erste, den wir in diesem... Scheunending gefunden haben, aber anders. Wahl verriet Templegate und Gott und selbst Sullivan Knot, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Und der Herr sprach, lass Wahl und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7-mal 7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. Und Schande. Also da ist irgendwas anderes in dem Text jetzt. Wir können ja mal gucken. Wir können ja, glaube ich, springen. Nein, der war das nicht. Der war das, glaube ich. Genau. Weil der war ganz anders. Okay. Ja, der war jetzt gerade noch so ein bisschen eigentlich hasserfüllt, auch gegenüber Wahl. Hm. Aber wenn das hier jetzt eigentlich so diese Christentypen sind, dann müssten wir jetzt... ich sag mal, dann müssten jetzt eigentlich hier die Antichristen, sag ich mal, die echten Satanisten vielleicht dann... Also die tatsächlichen Satanisten vielleicht... Unsere Freunde. Oh nein. Lynn! Scheiße. Da ist Lynn. Wir müssen ihr helfen. Scheiße. Lynn. Nein! Ach du Scheiße. Ah! Ich muss mich kurz. Okay. Soll ich mich heilen? Ich weiß nicht. Wie, sie lebt noch? Oh Gott, Blake. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sie wiederfinden. Ach du Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass wir... ich hätte nicht gedacht, dass wir sie nochmal sehen würden. Was? Ach du Scheiße. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir sie nochmal... Lebendig? An einem Stück finden würden. Ach du Kacke. Oh nein, was ist passiert? Er hat irgendwas davon gesagt, dass sie den Antichristen trägt. Ist sie schwanger oder... Okay. Ich muss stoppen. Ich brauche... Oh Gott. Scheiße. Ich würde einfach... Jesus Christ, Lynn! What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Ach du Scheiße. I have no regrets. Please don't ask me. This evening, after all these years... They're coming. After all They're coming. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world, brought with her das ist Temple Gate, okay. We've been awaiting all this time. She has a child in her belly. I performed the examination myself. And he's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us. What the fuck is going on? I can't. Not now. Get away from this place. Also sie ist schwanger, hat er selbst nachgeguckt. Selbst an einer Gynäkologe. Das hier ist Temple Gate, dieser ganze Ort. Ach du Scheiße. Nimm Stock und hau.
Nimm Stock und hau einfach drauf! Gott will das Kind? Hä? Was? Ich kann aber nichts machen. Nein! Alter, lass meine Frau in Ruhe! Alter! Aliens? Was? Ketzer? Hä? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist das denn? Die drückt ihm die Augen aus! Was ist das? Das sind also die Satanisten? Oder? Oh nein, nein! Hey, geh weg! Was ist das? Was macht... Was? Dem Vater... Was? Was ist jetzt los? Geht's weg! Hallo? Not like I do. Hallo? Yes, my love. Oh. We have nothing. I think I'll see you again. Oh! Was ist das denn jetzt? Die haben Ketzergruppen. Sind die einen die Hardcore-Christen und das jetzt die Antichristen? Weil. Scheiße, ich meine, gut, sie haben uns zwei gerettet und Lynn, aber ich glaube nicht, dass sie die jetzt zum Tee trinken einladen. Oh, es ruckelt gerade total. Hallo? Ach du Scheiße. Fuck, were they? Wieso ruckelt das jetzt so? Heretics. They called Lynn Mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and. Alter, warum ruckelt das denn so? Hör mal auf, so zu ruckeln. Hallo, Spiel. Was ist denn jetzt los? Es ruckelt total. Mein PC packt gerade überhaupt nichts mehr. Oh Gott, das ist gerade. Nee, der packt es gerade überhaupt nicht. Also, man sieht's. Der packt es gerade gar nicht. Na doch, jetzt geht's wieder. Toll. Und jetzt? Da ist eine Batterie, oder? Nee, das ist einfach nur eine Taschenlampe. Wie gesagt, die haben uns jetzt hier zwar gerettet, kurzfristig, aber ich glaube nicht, dass die jetzt, wie gesagt, unsere Lynn zum Kaffee trinken einladen werden. Ach du Scheiße. Aus der Richtung kamen wir, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, aus der anderen Richtung kamen wir. Okay. Schleich mal ein bisschen. Ach du Scheiße. Okay, aber das ist jetzt hier wieder dieses Blake. Nee, Templegate. Dich unter die Oberfläche duckst. Okay. Komm hier schön rumschwimmen. Ach, das ist ja echt geil gemacht. Hi. Tust du da schön rumpatrouillieren? Blake, geh runter. Geh runter, Blake. Oh, ich mag ihn echt gern. Ich möchte nicht, dass ihm was passiert. Toll, wo ist er jetzt hin? Ach, da hinten. Und wo müssen wir hin?
Ich will mal zu dem Stein da. Können wir da rein? Sieht so aus, oder? Oder einfach da mal an Land gehen erstmal. Ist vielleicht die bessere Idee. Der hat natürlich jetzt eine Taschenlampe dabei. Ganz toll. Verstecken wir uns doch mal da drin. Oder? Warten mal ab, wo der Kollege ist. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Da lang? Nee. Vielleicht da lang, so ein bisschen sich da so. Können wir da. Die Frage ist, können wir da vielleicht unter dem Steg sogar durchschwimmen? Das wäre natürlich sehr geil. Ich weiß nicht, in dem Moment habe ich mich im Wasser irgendwie sicherer gefühlt. Das wollte ich nicht. Ich bin hier echt gespannt, wer hier wer ist. Weil diese ganzen Charaktere, das sind ja anscheinend echt hier selbsternannte Charaktere. Und. Okay, da ist er. Alles klar. Leuchte doch mal ein bisschen. Geh da mal lang. Ich möchte mal wissen, wo du hingehst. Du kommst aber nicht hier rum, oder? Natürlich gerade jetzt, wo ich rausgehe. Willst du mich verarschen? Lass mich laufen, lass mich laufen! Ich gehe schwimmen! Tschüss! Heilen, heilen! Was? Nein, 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 nein! Geh weiter! Nein! Verdammt! Scheiße! Mann, ich bin gerade in dem Moment rausgeklettert, in dem der da um die Ecke kam. Ich dachte, der ist weg, weil das Licht weg war. Verdammt! Ja, das Evangelium vom Knot hier. Knot! 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 Knot hier. Ich kriege auch gleich einen Knot, Mensch. Mann, Mann, Mann. Oh. Mal ganz kurz gucken. Wir versuchen mal unter dem Steg entlang zu schwimmen. Dieser kleine, nervige Typ. Gerade ist er da, verdammt. Da sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt lang schwimmen, wenn er da ist. Wir gehen mal hinter den Felsen. Dieser kleine Arsch. Mensch, kommt der da in dem Moment da lang? Es ist hier echt viel auf die Verstecken auf die Versteckmechanik ausgelegt. Das ist echt gut gemacht. Es geht tatsächlich. Nicht. Oh, der stapft auch durchs Wasser. Haha, ich dachte, das ist immer ein bisschen sicher. Aber anscheinend nicht. Gehen wir doch mal kurz hier rein. Können mal kurz.
Da hinten ist er gerade. Ich hoffe, es ist nur einer. Oh. Wir schaffen uns mal kurz einen Durchgang. Einfach nur im Fall der Fälle. Ihr müsst gerade da sein. Ich muss mal kurz abwarten, wo der ist, weil ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich viel Bock, nochmal zu sterben. Andererseits... Da ist er. Gehen wir doch nochmal in die Tonne rein. Aber diesmal vielleicht erst rauskommen, wenn es sicher ist. Jetzt kann er doch im Haus wehren. Seltsam. Der kommt, natürlich kommt er da lang, wo wir sind. Du willst mich doch verarschen. Ich bin hier. Miau, ich bin ein Kätzchen in der Tonne. Der macht immer seine Taschenlampe wieder aus, der Drecksack. Mensch. Geh einfach weiter, ja? Dieser Tonne ist nichts. Alter. Warum sucht er denn jetzt da, wo wir sind? Ich dachte, er geht ein bisschen seine Patrouillierrunde und gut ist. Oder hat er so eine Ahnung gehabt, wo wir waren? Na, so ein Kack. Kommt er jetzt wieder hier hinten lang? Geht er jetzt hier immer so rum? Na, bitte nicht. Ich warte eigentlich, dass du da hinten wieder mal hingehst. Tut er ja auch, aber der hört sich so nah an. Na gut, dann gehen wir mal raus. Toll. Du hast uns nicht gesehen, ne? Hallo. Ich bin ganz schlecht und sowas. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich bin ein Kätzchen in der Tonne. Miau. 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 Hi! Vielleicht geht er jetzt diesmal so rum. Miau. 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 The spirit entered the cunt of my mind and made seeds. Miau. Our shame will become a chorus of screams. Alter! God mongers. Geh weg! Pagan Easter. Pagan Christmas. Alter, geh einfach weg! Alter! Der weiß auch immer, wo wir sind.
Jetzt stapft er gerade durchs Wasser. Da ist halt eine Tür, ne? Da könnte man mal reingucken in das Haus. Wir verstecken uns mal kurz hier drin. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Vielleicht. Wo bist du? Hä? Das wäre jetzt gut zu wissen, weil... Nur die Tür da vorne. Mann, Leute, wir kommen hier gerade sehr gut weiter. War da gerade irgendwo am Wasser? Müssen wir wieder da vorne irgendwo unten drunter durch oder so? Wahrscheinlich da in das Haus rein da vorne, oder? Wir könnten es einfach mit Rennen probieren. Ach, scheiß drauf. Da stand er gerade unten im Wasser, habt ihr das gesehen? Was?